Die Schweiz steht im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Naja, schön wär's, wa? Nee, natürlich nicht im realen Leben, aber dafür hier im Spiel immer noch. Tja, Argentinien haben wir besiegt und jetzt müssen wir gegen die Russen ran, wobei es zwar im realen Leben Belgien wäre, aber spielt keine Rolle. Hauptsache, wir können hier noch ein bisschen Fußball spielen mit der Schweizer Nazi, nicht wahr? So, natürlich wieder mal im Swiss-Mode alles. Schweiz, Russland, okay, in Rot, Weiß, alles klaro. Wieder mal Profi 8 Minuten, wie gewohnt. Und zwar in Brasilia. Vorgeschehenes Schießen. Bin mal gespannt, was jetzt da alles kommen mag. Und da kommt er schon. Was macht er? Ja, Goli kommt gerade mit raus. Was soll denn das? Du. Und boom. Voll am Goli vorbei. So, was rumschrumpfen. Kommt nicht raus. Gut. Und wieder getroffen. Ja, let's go. Meint er kommt hoch. Und, wow. Und trotzdem drin. Naja, es hat nicht viele Punkte gegeben, aber ist ja egal. Hauptsache, er ist drin. Und wie sieht es jetzt aus? Ja, knapp kalte. Elfer so rette ich noch. Weil es da soll gehen, keine Ahnung, ist ein Wolli-Lopper gewesen. Wie. Da wieder. Verdammt nochmal, so ein Lopper. Wäre eigentlich schon cool, so einen Loop zu machen, aber irgendwie klappt gerade nicht so, wie ich es gerne hätte. So ist doch auch schön, vor allem wenn die ganze Karte aber kreit. Du. Die kann nicht drin sein und zack und. Viel zu hoch. Mann, wenn uns ein Volley kommt, kann ich gar nicht anders machen. Ich muss einen kurz drauf drücken, mich kann ich gar nicht. Oh, wow, und wieder getroffen, ah, drüber suche ich noch, und ich kann nicht raus. Oh Mann, ey, was ist denn da los? Ich drücke doch nur kurz drauf. Haben wir so einen Loop? Nein. Was auch mit der Stärke da bestimmen, ist schon ein bisschen kurios. Schön, dass es zumindest so funktioniert. Einen Versuch habe ich noch! Voll gefehlt. Ja, egal was soll's. Los geht's da im Swiss-Modus. Mit Schweiz gegen Russland. Das kleine Schweiz gegen die grossen Russen. Bei diesem WM-Endturnier. Wir steigen ein in die Runde der letzten 8, anders ausgedrückt. Das Viertelfinale steht vor der Tour. Jetzt geht's so richtig ab. Ja, 3 Spiele noch bis zum großen Traum, bis zur Trophäe. Das ist das Ziel für alle. Und jetzt kommt's auf die Nerven an. Buschi, kannst du etwas zum Nationalstadion in Brasiliens Hauptstadt Brasilia sagen? Aber selbstverständlich, Manni. Zum Beispiel, dass das Estadio Nacional ein fast kompletter Neubau und das zweitgrößte Stadion des Gastgeberlandes ist. Und die heutige Begegnung lautet Schweiz gegen Russland. So, jetzt genug geredet, genug spekuliert. Nun wird hier Fußball gespielt. Das sind doch wunderschöne Einstiegsworte. Danke Manni, danke Buschi. Da zum Swiss Mode mit Schweiz-Russland. Mal schauen, wann jetzt am besten Spiel. Ricardo Rodriguez. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Na, ah, verdammt. Also ein schöner Angriff, wenn der durchkommen wäre. Seferovic. Klasse gehalten und festgehalten. Ja, so wird das schwierig sein. Viel zu tief geschossen. Ein bisschen hoch, noch mit ein bisschen mehr Power und. Wäre durchaus eine Gefahr gewesen. Oh, der Konter, kein Bock drauf, gar kein Bock auf den Konter. Nein. Der Steve macht das. Der Steve!
Rani Chaka. Seferovic. Schön abgeblockt, der Wetz. Wunderschöne Pass gewesen. Für, glaube ich, sogar der Shaqiri, wa? Oh nein, doch, schon da. Stefan Lichtsteiner. So, versucht er mal noch ein bisschen schneller zu spielen. Da wird zum Eckball geklärt. Ja, was auch sonst. Wie mache ich jetzt da am besten? Person. Berami! Die Kugel trifft zuerst den Torwart und findet dann den Weg ins Netz. Von Nummer 11, Wallon Berami! Ole, 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 ole! Wunderbar hereingebracht, diese Ecke. Da ist das Tor fast schon eine logische Folge. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten. Diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Tja, es lohnt sich halt doch, Schadensituationen zu trainieren. Gell, gell, gell? Ja, genau so ist es. So, Dankeschön, Seferovic sagt Danke. Wäre jetzt auch geil gewesen. Dennis, wenn es auch direkt hochkommen wäre. Bistroff. Naja, also irgendwie habe ich das Gefühl, sie spielen zwar schöne Pässe draussen, aber Zweikampfverhalten und vor allem Ballkontrolle irgendwie für den Arsch. Das Motto lautet Sicherheit zuerst. Stefan Lichtsteiner, dieser Mann, der ackert und arbeitet einfach überall. Wassili Berezovsky. Denisov. Genau, aggressiv müssen wir sein, aggressiv muss die Schweiz vorgehen. Na verdammt, jetzt hast du keine. Wenn wir die Zweikämpfe suchen, wir müssen den Ball wollen haben, müssen. Ja, natürlich nicht umkehren, das eigentlich nicht. Was? Wow! Alter, hat der uns da ausgeschaut. Sobald die richtig gemacht hat, der andere die andere gemacht. Das ist. Also wenn ich aufgedrückt habe, dann die Arbeit gemacht und ja, das war jetzt ein super Angriff. Vielen Dank an Benal, dass er so gut abgewehrt hat, trotz allem noch. Trainer ist sauer, da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel. Naja, ist mir freigeschlagen, also dem her. Gute Flanke. Und diese Flanke ist überhaupt kein Problem für die Abwehr. So, wie man. Warte, wenn dann alles nachkommt. So, jetzt können wir da ein bisschen spielen. Dann ihm abdrängen. Boah, ist klar. So sieht das der Trainer gern. Glushakov. Nicht dafür weniger. Seferovic. Na, verdammt, wenn dann alles. Bringen Sie sich doch unnötig selbst in Gefahr. Hey, wieso in Gefahr? Glushakov. Ich bin die angreifende Mannschaft gesehen, verteidigen die. Zweikampf um den Ballbesitz. Oh, das könnte so, danke schön. Unnötiger Ballverlust. Allerdings, so, geht nochmal so, oder? Berami, bist du die irgendwo in der Mitte? Okay, er kommt bereits. Nein, oh Mensch! Ah, wenn jetzt der bloß durchkommen mit dem super Pass, da wäre es super gesehen direkt aus. Wobei, vielleicht wäre es besser, wenn Rodriguez direkt geschossen hätte. Ja, da kommt jetzt bin ich in Fahrt gesehen und nicht drauf, mal ein bisschen mehr Power drauf gehabt. Ah, nicht schon wieder! Gökhan Inler. Seferovic. Ey! Auch kein Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Natürlich nicht. Oh, die Abwehr ein bisschen überrascht. Stefan Lichtsteiner. Dimitri Kombarov. Oh, nicht schon wieder. Nein. Er steht viel zu weit weg vom Gegner. Bist drauf. Nicht abprallen lassen. Nicht fallen. Und der ist erst recht viel zu weit weg. Super. Dimitri Kombarov. Glushakov.
So, ne, ich sage nochmal Dankeschön. Shaqiri. Mann! Auf der Außenposition. Ne? Ist klar. Der Ball bleibt auf Beamer, macht überhaupt keinen Arsch, einfach abprallt. Das wäre der andere etwa 3 Meter groß und. Ja. Breit ist auch ein Profiboxer. Das war eine faire Aktion. Valentin Stocker, der Assistent, entscheidet abseits. Ist klar. Ja, 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 hast du ja auch zu genau, ne? Kerschakov. Jetzt sieht er ab! Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Ja, leider. Okay, dann. Oh! Kerschakov! Hui! Das ist natürlich noch eine starke Extra weg dem. So, Inler vor, noch ein Tor, weil sowieso das erste in dem Spiel, aber ist mir scheißegal. Er kann sprinten. Dann nicht auf Wegdruck, was bist du für ein Arsch? Wenn nicht gerade einfacher. Shaqiri, weil dem der Pass sollen. Seferovic. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Und Achtung, der könnte passen. Ständig schon wieder irgendwelche Spiele im Weg. Okay, jetzt auf die Tour haben, von mir aus. Lushakov. Mann! Ah, das schießt ja, ablenken, nervig vor allem. Sieht er ganz schön alt aus. Nein! So, besser. Das ja, war eigentlich war Schmöse, wäre ganz leicht gewesen. Was soll ich denn sonst machen? Denisov. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Der könnte passen! Das sah nicht ungefährlich aus. Gut, dass der Abwehrspieler da. Alter, ich drück doch auf den. Ich drück doch auf den Schussknopf, nicht auf den Passknopf, macht er irgendwie so das Beste zum Goalie. Jetzt haben wir doch bitte auch mal die hinteren Spieler führen, oder was? Da liegt er frei rum, der Ball, holt ihn euch. Ja. So langsam übrigens in dem Spielprinzip, also der Steuerung, ganz ehrlich. Dimitri Kombarov. Kokorin. Nein, Dimitri! Verdammt nochmal! Trifft den Pfosten! Berami. Leck mal doch am Arsch. Seferovic. Ich kann mir nur so das Pech haben, ganz ehrlich. Vor allem natürlich der Situation das Glück, aber halb im Spiel gegangen Argentinien. Herrliche Flanke. Das ist fast die gleiche Situation, da haben wir so ein Pech gehabt. Eine knappe Pausenführung, 1:0 nach 45 Minuten. Alle wünschen sie es sich und die haben es gemacht hier, das berühmte schnelle Tor. Ja, und das macht bisher hier eben den Unterschied und das merkt man auch an der Körpersprache. Das ist doch nicht so wie korrekt. Jetzt müssen wir mal die einen doch ein bisschen auswechseln. Seferovic, sorry, du hast mir nicht gerade viel geleistet in dieser Partie. Mal den Dirmik rein, vielleicht hat der da mit dem Shaqiri ein bisschen mehr Chancen. Kommt der Rodriguez noch raus, wobei der ist eigentlich ziemlich gut gewesen, Verteidiger. Okay, machen wir es mal so. Aufgeben, genau. So, nun gibt es gleich mehrere Auswechslungen.
Und der Unparteiische pfeift die zweite. Oh, nicht schon wieder so ein Scheiß. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Nein, wir haben einen Ballbesitz. So, versuche ich zurück. Steve von Bergen. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Wer geht mit? Bistroff. Alter, die Russen plötzlich. Plötzlich sind die Zweikämpfe verdammt stark. Wir kann ihn leer. Und aber jeden Ball ab. Ey, ist gut, er ist langsam drauf, ja. Risiko! Sie können ihn doch nicht so frei laufen lassen. Aber die Schiedsrichter haben schon Auswechsel. Abseits. Ist nicht schnell gegangen. Da bist du manchmal ziemlich machtlos. Aber einen neuen Mann, den kannst du noch immer bringen. Nein, wenn du drei Auswechsel hast, geht das auch nicht mehr. Fabian Scher. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Und jetzt! Dass wir den Ball irgendwie so abfangen müssen. Ja, so. Das war da bitte schon ein Foul gewesen. Doch der Ball gegangen. Blitzschneller Freistoß. Denisov. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Bei diesem Foul, da reicht der Freistoß. Puh, Schiri, puh, du bist hohl in der Birre. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Ja, shit happens. So, mache ich jetzt da mit dem Gegenstoß. Mal natürlich irgendwie schnell vonstatten gehen. Präzise muss noch sein. Der Mensch. Mann, guck doch mal nach rechts. Ja, da steht das könnte einer. Was werden. Wir können ihn lernen. Was? Danke, bleibt erfolglos. Wo hat denn der hier geschossen? Hallo? Ins Tor aus. Keine Gefahr, nur Abstoß. Denisov. Ja, leider, ja. Vasily Berezhutsky. Dimitri Kombarov. Die Russen werden stärker, man merkt's. Langsam so, was die Abwehr betrifft, also Zweikämpfe und Offensive. Sie verlieren den Ball auf dem Flügel. So, das ist doch schön gewesen. So muss das laufen. So und nicht anders. Dass man da den Captain, aber dann den Ball verloren hat. Und ist damit der Grätsche entgangen. Wow, so. Wir können ihn leer. Sofort abgezogen und. So, nicht schlecht, nicht schlecht. Ob die da was draus machen? Jetzt sind wir schon in der zweiten Halbzeit und das ist Kopfball-Goal, wäre schon noch geil. Sie liegen hinten. Vielleicht ist es jetzt die richtige Lösung, taktisch noch mal voll zu Goalie. So wird das doch nicht. Bistroff. Jawohl, abgefangen. Valentin Stocker. Peter attackiert. Boah. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Ja, mindestens. Nein, rot wäre schon übertrieben gewesen. Ja, vielleicht mal riskieren. Nein, machen wir es direkt so. Granit Xhaka. Da wird er vom Ball getrennt. Stefan Lichtsteiner. Dann geht's da rein. Ja! Wenn man da in so, ja! So haben wir dann abgehauen. Ich habe leider nicht gesehen. Oh, verdammt, dann gar nicht mehr gesehen, Tina. Es sind nur so blau-weiß und ein bisschen rot dazwischen. Shaqiri.
Ey. Bis drauf. Eine souveräne Leistung des Verteidigers. Valentin Stocker. Das war schon super gesehen. Und jetzt nochmal der Gegenangriff. Nein, doch nicht so. Drumitsch. Ja, schon besser. Drumitsch. Muss ein bisschen drumitschen. Ein bisschen als Dolmetscher. Oh Gott, ey, was so blöde Sprüche. Bis drauf. Denisov. Schönes Tackling. Sauberer Zweikampf. So, schon der Schiribitzen im Weg. Die sind fast Drumitsch. Gleich aus wie die gegnerischen Spieler. Ja, ich merke schon, der kann gar nicht mehr. Faisulin. Bis drauf. Schön raus, genau so muss das sein. Ja, und ja, das Powerplay von der Russis aussieht. Kommen wir ein bisschen vor wie im Eishockey. Was ist jetzt da für ein Ball gewesen? So. Ja, sieht er das denn nicht? Die linke Seite ist frei. Ja, wieder schon da. Meine Fresse. Fliegt in den 16er. Dimitri Komarov. Fast noch klar. Das könnte eine Torchance geben. Steve von Bergen. Fabian nö, so sicher nicht. Soll sich ein bisschen auf Zeit spielen? Ricardo, nee, wäre ein bisschen lame. Wow. Jetzt nimmt er dem Verteidiger den Ball ab. Daraus könnte sich eine Torchance entwickeln. Wow, Moment. Da kann er schief laufen. Schon viel besser. Granitschaka. Weil. Mann, gerade einmal der Ball! Und die Abwehr aufmerksam. Mal gucken, ob sie von dieser Balleroberung profitieren können. Bin alle nehmen. Oh, danke schön. So, also irgendwie wird damit 2-0 irgendwie nichts mehr, wa? Sieht fast so aus, als läuft er hier ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Och Mensch. Faisulin. Ich hab die wie gar nicht mehr, es wird draußen noch viel stärker werden plötzlich. Da scheint keiner vorbeizukommen. Granitschaka. Jetzt schießt er und. Drmitsch! Oh, eine Situation nach dem anderen, eine gute, vor allem nach der anderen. Den hat er soeben klären können. Wow, nein! Das war die einzige Chance, die er hatte. Puh. Weg damit, nur weg damit. So eine Verletzung nicht gesehen. Was man natürlich nicht auswärts ist, klar. Ist nicht mehr viel zu spielen, aber trotzdem, wenn er gerade verletzt ist, dann mache ich es halt noch schnell. Gelle Harte. Was? Zero ins Oberschenk. Also okay, Shakira ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, dann kommt für dich mal ein Ziegler rein, wa? Nein, aber nicht da. Kokorin? Nein, der Pass kommt nicht an. Da haben sie hinten in der Abwehr gut aufgepasst. Ach Mensch, springen die Ball eigentlich nicht mehr weg. Ich glaube, der wäre jetzt am liebsten schon in der Kabine. So, Gott doch. Der Trainer bringt nochmal einen frischen Spieler. Er kann eigentlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft geleistet hat, aber er wechselt nochmal aus. So, ja, nötig Angriff gewesen. Naja, nötig vielleicht nicht, aber. Er könnte ihn jetzt noch den Ausgleich bringen. Barnetta. Was? Schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Total die falsche Richtung gewesen. Hätte so schön ein Pass werden, aber nicht in die Richtung, sondern. Links statt Ufe. Damit ist das Viertelfinale entschieden und die Mannschaft zieht ins Halbfinale ein. Das heißt auch, der nächste Gegner wird nicht gerade leichter. Und die Erwartungshaltung von den Fans und von den Verantwortlichen, die wächst nochmal etwas.
Ja, Manni, genau das ist es. Das ist so diese Balance zwischen Chance und Gefahr. Jetzt die richtige Balance aus Anspannung und Gelassenheit finden, dann ist der große Wurf drin. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage. Bis die Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Ja, danke Manni, danke Busch wieder mal. Und das war es auch schon mit dem Swiss Mode hier. Schweiz gegen Russland, ganz knapp 1-0 gewonnen. Wir hatten eher in der ersten Halbzeit noch sehr viele Chancen, hätten ein paar davon noch mehr verwerten müssen. Immerhin das einzige Tor durch Valomberami noch. Dankeschön. Ein schönes Kopfballtor. Aber auch weitere Situationen hätten eigentlich reingehen müssen oder können. Also denke ich mal, so ein 2-0 wäre schon noch drin gelegen, aber vor allem in der letzten Hälfte und vor allem in den letzten 10 Minuten der Ingame-Spielzeit, da hatten Russland schon ziemlich zugelegt, sowohl in der Aggression als auch in der Ballkontrolle, Zweikampfverhalten vor allem. Und ja, Hauptsache aber, wir haben gewonnen, egal ob jetzt 1-0, 2-0 oder wie auch immer, wir haben es wenigstens geschafft. Das ist doch schon mal etwas Wahres und nun sind wir, ganz leisten Dankeschön, sind wir bereits im Halbfinale. Wenn alles gut geht, dann bereits in drei Parts genau, sind wir dann bereits im Finale und spielen mit der Schweiz gegen Deutschland. Tja, in diesem Sinne, nächster Part wird dann wohl sein, Deutschland gegen Chile, danach Schweiz gegen England. Oha, überrascht mich jetzt ein bisschen, mehr zu sein. Aber gut, Training muss eigentlich nicht unbedingt sein, egal. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, dann vermutlich im Kampf, wer genau bei Deutschland spielt. Im Spiel zwischen Deutschland und Chile. Bis dahin, ciao zusammen.